Guten Morgen, fast guten Mittag. Was ist Weihnachten ohne Jesus? Das ist im Prinzip die Botschaft dieses Schauspiels. Ne? Die Krippe rund um Jesus, das wurde immer weiter rausgerückt. Unser ganze Glamour, ganze Glitter und das Ganze drumherum kam immer mehr dazu. Vielen Dank euch. Ich habe gar nicht gezählt. Ich schätze 15, 20 Leute, die rund um dieses Schauspiel beteiligt waren. Danke, dass ihr das so cool gemacht habt. Vielen Dank. Und eben in dem Lied, eben, da ging es darum, was ist Weihnachten ohne Jesus? Wir gucken jetzt die Tage im Weihnachtsfilm als Family und da ging es auch um Weihnachten. Und ganz kurz wurde eher lächerlich gesagt, Weihnachten? Ja, Jesus Christus? Ach nein, komm, hören Sie auf. Ich dachte, okay, ja, so ist das vielleicht heutzutage. Aber was ist Weihnachten ohne Jesus? Und vielleicht denkst du dir, boah, ja, Basti, Weihnachten ohne Jesus, komm, ihr Christen, ihr müsst so das Ganze drumherum, was ja auch so schön ist und wir mögen das doch. Also Wintersport, ich war jetzt schon lange nicht mehr, aber wer macht gerne Wintersport? Das ist doch cool, es sind nur ein paar wenige, aber das macht echt Spaß. Wer ist schon mal Schlitten gefahren? Ja, das macht doch wenigstens, wenn du klein bist, macht das Spaß. Vor ein paar Jahren mal einen Senior mit seiner Ehefrau gesehen, die waren beide schon so Ende 60, Anfang 70 und die sind mit dem Schlitten losgezogen und ich dachte, wie cool. Also es gibt doch Dinge, die wir um Weihnachten herum gepackt haben, die machen echt Spaß, die tun uns gut. Und etwas habe ich gerade vergessen. Es war eben die Frage, oder nicht die Frage, sondern die Aussage, Weihnachten, das ist ja traditionell eigentlich eine Fastenzeit. Ich habe einfach ein paar Schokonikoläuse mitgebracht. Ich mag Schokolade, du vielleicht auch. Und Frage, was meinst du, wie viele Weihnachtsmänner, Schokonikoläuse wurden in Deutschland 2023 produziert? Und ich würde gerne diese drei Dinger hier direkt verlosen, weil wir haben 8 Stück zu Hause davon. Und das ist ein bisschen viel. Einfach mal kurz reinrufen, was schätzt du, wie viele wurden in Deutschland produziert? 12 Millionen, 55 Millionen. 25, 150 gesagt? Millionen? 120 Millionen? 180 Millionen. 180, wir haben die drei Gewinner. Also es sind, Moment, 167 Millionen. Du warst mit 120 Millionen knapp dran, 180 knapp drüber. Michael war am nächsten dran mit seinen 150. Hast du das irgendwo rausgefunden? Also 89 Millionen. Wir sind, ja nicht ganz. Das Erstaunliche ist, wir sind in Deutschland aktuell 84 Millionen Einwohner, also laut Statistik, das können mehr sein, weil nicht jeder ist registriert. Da müsste jeder 2 so Dinger zu Hause haben. Wenn wir 8 zu Hause haben, dann geht irgendwas nicht auf. Es gibt Leute, die haben keine zu Hause, okay. Ja, bei uns sind es jetzt 3 weniger, das ist gut. Ich weiß nicht, wie meine Kinder darüber. Aber wir stellen doch fest, dass wir menschenbedürftig sind, dass wir uns sehnen. Wir haben verschiedene Sehnsüchte in uns. Wir lieben das Schöne, das Licht. Wir lieben das Abenteuer, das Erlebnis, ja, Wintersport. Oder wir lieben es zu feiern, Freude zu haben, mit Freunden zu haben. Das sah ja fast nach Partygästen auch aus. Ja. Oder die Ablenkung. Da war eine Drohne, da war ein iPad, da war eine Switch. Also, wir merken nur blöderweise, das füllt uns nicht so richtig aus. Wir haben jetzt aktuell noch die Themenreihe, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist ein Vers aus dem Neuen Testament. Als die Zeit erfüllt war, aber auch er erfüllt, also dieses Kind in der Krippe, das erfüllt. Und ich möchte euch heute diesen kleinen Gedanken mitgeben, er füllt dein Leben. Er füllt dein Leben. Dieses Kind in der Krippe, das ist nicht so wie dieser, kennt vielleicht jemand diesen Film Baby Boss? So ein Cartoon-Film mit einem kleinen Baby, das relativ fies ist am Anfang. Der will dir nicht etwas nehmen, was du so gerne hast. Der will dir, also Jesus,
Jesus will dir das geben, was du brauchst. Ein erfülltes Leben. Und es gibt eine Aussage in Johannes 10 steht die, ich habe sie euch auch zum Mitlesen mitgebracht. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, sagt Jesus, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und dann sagt er noch weiter, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Er gebraucht hier ein Bild dafür, um zu sagen, wer ist er und wozu ist er in dieser Futter, nicht in dieser, aber in einer ähnlichen Futtergrippe damals geboren, hineingelegt worden in diese Welt, um Leben zu geben im Überfluss. Und wenn du an Jesus glaubst, dann würde ich gerne dich fragen, also stell dir mal die Frage, erlebst du das? Bedeutet das für dich, mit Jesus unterwegs zu sein, Leben im Überfluss? Wie geht's dir damit? Ich möchte auf eine Szene zu sprechen kommen, auch wieder Jesus, der gerade erst darüber gesprochen hat, lass die Kinder zu mir kommen, denn Menschen wie denen gehört das Himmelreich, gehört das Reich Gottes. Und dann sagt Jesus noch etwas mehr dazu und die nächste Szene, die dann berichtet wird bei Johannes, ist eine Szene, da kommt ein reicher Mann zu Jesus. Es scheint, als hat er, bei Markus steht das, es scheint, als hat er davon gehört, was da gerade Jesus gesagt hat. Und dann rennt er schnell, weil Jesus ist im Begriff wegzugehen, dann rennt er schnell zu Jesus, fällt vor Jesus nieder und sagt, Meister, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also der kriegt es mit der Angst zu tun, weil er hat gerade gehört, wie die Kinder das kriegen. Und jetzt ist natürlich seine Frage, hey, was muss ich tun? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Niemand berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann sagt der Mann, Lehrer, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Boah, mega. Der hat das alles gemacht. Also erstmal ist ein, steht das hier schon, später kommt nach raus, ist ein recht reicher junger Mann gewesen. Der hatte so viel und sogar im frommen Bereich, der war so gut drauf. Und trotzdem spürt er in sich die Sehnsucht nach Leben, nach ewigem Leben und fragt sich, was muss ich tun, um das zu bekommen? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und interessant ist, das ist voll im Gegensatz zu dem, was Jesus gerade gesagt hat, weil er hat eigentlich gerade das gesagt, Markus 10, Vers 15, ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt, wie ein Kind, wird niemals hineinkommen. Ja, und im Gegensatz die Frage dazu, was muss ich tun? Kinder, ich habe so einen kleinen Tipp, wenn eure Eltern euch nächste Woche Samstag sagen, räum dein Zimmer auf, sonst gibt es morgen keine Geschenke. Dann fragt sie, wie, was ist das denn jetzt? Verdienst oder Geschenk? Ja? Muss ich mir mein Geschenk etwa verdienen? Ja, dann ist es doch kein Geschenk mehr. Das jetzt, es tut mir leid euch, an alle Eltern, aber dann ist es doch kein Geschenk mehr, wenn eure Kinder sich das Geschenk verdienen müssen. Sonst nicht. Und Jesus hat gerade erst deutlich gemacht, du kannst es dir nicht verdienen. Du bekommst es geschenkt. Und die Frage ist, ob du die Hände frei hast, dieses Geschenk zu empfangen. Das ist nämlich dann die Frage, um die es hier bei dem reichen Mann geht. Und das finde ich cool. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb. Also, da ist ein reicher junger Mann, der hat eine ernste Frage. Der hat alles, was er braucht, aber der hat eine echt ernste Frage für sich selbst. Und Jesus merkt, boah, Hammerfrage. Und er gewinnt ihn lieb. Und er sagt, hey, eines fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Der Mann
war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte und ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer haben es doch die Besitzenden, in Gottes neue Welt zu kommen. Der hatte alles, was er brauchte, gedacht hat zu brauchen. Seine Hände waren voll. Das Entscheidende, wonach er sich aber eigentlich gesehnt hat, das hatte er nicht. Blöderweise aber eben auch keinen Platz, das zu empfangen, was Gott ihm schenken möchte. So kleiner Nebeneffekt, ich finde es total interessant, dass in der Bibel gegendert wird. Besitzenden. Also, sagt man heute Besitzenden? Es geht hier darum, um die, die reich sind, die Geld haben, die das besitzen. Ich finde es interessant, jetzt hier ausgedrückt in der Guten Nachricht Bibel. Aber die die Hände belegt haben. Die sitzen nicht auf etwas. Oder sinnbildlich könnte man auch sagen, die sitzen da fest. Und die können nicht, die wollen sich nicht davon wegbewegen. Das merkt er, dieser reiche Mann, er merkt, Mist, ich kann nicht. Zumindest jetzt nicht. Keine Ahnung, wie es weiterging. Es wird nicht geschrieben, ob der irgendwann dann nach einer Stunde, nach zwei Tagen, nach wann auch immer, Jesus nochmal aufgesucht hat und hat gesagt, ey Jesus, das war eine echt heftige Frage, aber ich bin jetzt bereit. Ich gebe dir das ab. Ich gebe das ab, um dir zu folgen. Und auch hier finde ich wieder interessant, dass Jesus ihm diese Aufforderung nicht stellt, um ihm etwas zu nehmen, was er doch so gerne hat, sondern ihm etwas zu geben, was er braucht, das ewige Leben. Und vielmehr noch diese tiefe Beziehung mit ihm selbst, also mit Jesus selbst. Folge mir nach, sagt er. Häng dich an mich dran, komm mit mir mit. Und erlebe dieses Leben im Überfluss. Und das ist vielleicht dann nicht so hier mit diesem Blink-Blink, oh, der Schneemann ist auch wieder in sich zusammengefallen. Das ist vielleicht nicht in dieser Weise. Und du merkst vielleicht, also mir geht es so, wenn ich Schokolade esse, dann tut das erstmal gut. Ich merke aber ein paar Minuten später, ich brauche mehr. Oder den nächsten Tag. Ne? Schokoladentafeln, die halten nicht so lange, ist echt fies. Oder bei dir ist es was anderes, das hält nicht so lange. Nach dem Winterurlaub ist vor dem Winterurlaub. Also als ich noch regelmäßig Snowboard fahren war, dann dachte ich, schade, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Das war auch erstmal okay. Ja, aber dann war das halt vorbei. Schade. Wir sind bedürftig. Wir sind bedürftig nach Leben. Wir versuchen das zu stillen mit so vielem anderen. Und das ist an sich nicht verkehrt. Wenn wir aber dadurch zu Besitzenden werden, die nicht loslassen können, die nicht verlassen können, was sie meinen zu brauchen, aber nicht das haben, was sie eigentlich brauchen, dann sind wir ähnlich arm dran wie dieser Mann, der hier Jesus begegnet ist. Weihnachten lädt uns ein. Was ist Weihnachten ohne Jesus? Ein tolles Fest, ein schönes Fest und ich wünsche euch das als Family, als Kinder. Ich hoffe, ihr kriegt so das, was ihr euch gewünscht habt und noch einen Tick obendrauf. Das wäre der Hammer, so ein Sahnehäubchen obendrauf. Und ich hoffe, ihr Eltern, ihr kriegt das, was ihr euch gewünscht habt, nämlich artige Kinder. wir haben so viele Erwartungen an dieses Fest. Und Gott sagt, hey, ich habe eigentlich nur die eine Erwartung an dich, die eine Hoffnung, das eine Geschenk an dich, Jesus Christus. Vergebung deiner Schuld, Leben im Überfluss. Der Regisseur, der hat zum Schluss so festgestellt, irgendwas fehlt jetzt. Fehlt dir etwas? So eine ganz direkte Frage an dich. Nicht, dass du jetzt darauf antworten musst, aber eine Frage an dich. Fehlt dir etwas? Was fehlt dir? Stell dir vor, ein zweiter Gedanke, Jesus schaut dich an und er gewinnt dich lieb. Und du spürst, du bist ihm echt wichtig, echt wertvoll. Und er lädt dich ein, folge mir nach. Häng dich an mich dran. Hält dich was fest? Gibt es etwas, was du loslassen müsstest? Und ein letzter Gedanke, wie erlebst du gegenüber all so diesen irdischen Geschenken?
die den Konsum ankurbeln. Dieses himmlische Geschenk, Jesus Christus, als Leben im Überfluss. Was mache ich jetzt? Ich habe einen Gedanke, Johanna, komm mal eben nach vorne. Ich habe nämlich gerade eben ganz spontan die Johanna Gunther, gibst du mir mal das Mikro, vor dem Gottesdienst gefragt,